Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich melde mich bei euch mit einer Korrektur, und zwar eine Korrektur zu dem Clip Nummer 25. Da ging es mir darum zu zeigen, dass Daniel in Daniel 9, Vers 27 einen Sprung macht aus der Historie in die Endzeit, in die Mitte der 70. Jahrwoche. Das war das Thema. Und um das so ein bisschen zu strukturieren und auch in Zusammenhang zu stellen, habe ich auch die 62 und die 7 Jahrwochen, also die 69 Jahrwochen auch gezeichnet und dann gezeigt, dass von dort aus der Sprung bis in die Mitte der 70. Jahrwoche geht, in Daniel 9, 27. Da habe ich auf fremdem Grund gebaut und habe das übernommen, was ich selber so kennengelernt habe und von dem ich ausgegangen bin, dass das stimmig ist und richtig ist. Hätte ich aber nicht tun sollen, sondern wie überall hätte ich erst prüfen sollen und prüfen müssen. Ich habe das im guten Glauben getan, ja. Was es damit auf sich hat mit diesen Fristen 7 Wochen, 62 Wochen und die letzte 70. Jahrwoche. In der Zwischenzeit habe ich dann einige Clips angeschaut, zum Beispiel von Roger Libby oder auch andere Clips im Internet, und bin stutzig geworden und habe gesagt, irgendwie passt das nicht zusammen. Das ist eine seltsame Art der Berechnung. Warum rechnet man von Artaxerxes aus? Warum nicht von Darius? Warum nicht von Kyros aus? Habe das ein bisschen aufbereitet in den letzten Clips und bin zu der Einsicht gekommen, dass diese Ansicht, dass diese ersten 7 und die 62 Jahrwochen nicht zusammengerechnet werden dürfen, sondern separate Fristen sind, die beide vom Jahr 605 aus zu rechnen sind. Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich mal einen Clip gemacht habe über Daniel 9, 27 und diesen Sprung in die Endzeit, und habe mir den nochmal angeschaut und habe gesehen, ich blende euch dann auch mal kurz hier ein, könnt ihr den mal sehen, da seht ihr, so hat das ausgesehen und so war die Skizze, die ich da gemacht habe. Und das ist mir eingefallen, dann habe ich gedacht, ich muss das klarstellen und mal korrigieren. Der Ablauf dieser Fristen zur Zeit der Kreuzigung Jesu Christi ist nicht richtig, sondern wenn man der Bibel folgt, dann kommt man auf eine andere Frist und dann sieht man, dass die 62. Jahrwoche endet bei Antiochos Epiphanes. Das wollte ich gerne nachschieben. Ich glaube, das ist ehrlich und fair, dass man sagt, wenn man sich da vertan hat, dass man das korrigieren muss. Und das möchte ich auch hier gerne tun. Wie gesagt, da habe ich Bausteine übernommen aus einer Theologie, die ich selber nicht geprüft hatte. Mittlerweile habe ich mir das in Ruhe angesehen und muss sagen, ich muss auch das eigentlich verwerfen und korrigieren, auch in meinem eigenen Glauben. Ich bin bislang einfach davon ausgegangen, weil ich das nie weiter nachgerechnet habe und überprüft habe. Nachdem ich mich aber ein bisschen näher damit beschäftigt habe, muss ich sagen, glaube ich, dass man das anders sieht, damit dann auch die Fristen anders aussehen. Das war dann auch Inhalt der letzten Clips. Aber nur um das nachzuschieben, dass ihr wisst, dieses Clip Nummer 25, lasst es auch offen, dann kann es auch jeder anschauen. Das ist der damaligen Zeit geschuldet und dem auch geschuldet, dass ich das übernommen habe, was ich selber auch gehört habe und gelernt habe und nachher sehen muss, dass das leider nicht hält. Aber dass das einfach geklärt ist und offen ist. Ich glaube, das gehört dazu zum offenen Diskurs. Und dass man auch zugibt, dass man von Voraussetzungen ausgegangen ist, die zu der Zeit oder heute nach meiner Meinung nach nicht mehr stimmig sind. Ja? Ich danke fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.